Herzlich willkommen zu Küche frei, das neue Format, bei dem ich meine Gäste dazu anhalte, ihr Lieblingsgericht mitzubringen. Nice! Welches Gericht es ist, erfahre ich erst vor Ort. Mein Gast darf sich in meiner Küche breit machen und zusammen wagen wir uns an die Zubereitung. Mein erster Gast ist niemand Geringeres als Johannes B. Kerner. Herzlich willkommen zur Küche frei! Hallo, herzlich willkommen in Sallys Welt. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast da. Ich muss auch zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es für mich natürlich schon immer so ist. Ich meine, ich moderiere hier die Sendung immer durch, aber ich bin halt keine Moderatorin eigentlich. Und jetzt habe ich wirklich einen waschechten, ganz professionellen Moderator bei mir. Und der kein Koch ist. Der kein Koch ist, aber der auch ein begnadeter Koch ist, naja, muss ich schon sagen. Denn er hatte ja auch schon seine eigene Kochsendung, eine sehr erfolgreiche. Vielen Dank. Und Kochbücher hat er auch schon geschrieben. Mhm. Johannes B. Kerner ist heute zu Gast. Danke für die Einladung. Gerne. Wäre mein Papa jetzt da, würden ihm jetzt die Tränen schon in den Augen stehen. Weil er dann immer so aufgeregt ist und so stolz, dass er sagt, mein Gott, wer kommt denn alles zu dir nach Hause? Ach, wie süß. Sag ja, liebe Grüße. Mach ich auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht kommt er später einfach vorbei und ist einfach mittendrin. Wir haben uns beide nicht wirklich vorbereitet. Wir haben uns Könnte lustig werden. Vor kurzem auch erst kennengelernt. Ja, ist richtig. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ich hatte dich, glaube ich, vor einem halben Jahr mal im Hotel getroffen und kurz angesprochen. Und jetzt war ich ja vor kurzem bei dir zu Gast, bei Terra X. Und das war sehr schön. Es war richtig schön. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich bin jetzt mal so mutig und frei und frage, ob du kommst. Du hast aber nicht damit gerechnet, dass ich eine Woche später hier stehe, ne? Jetzt hast du den Salat. Deswegen, ich bin richtig glücklich. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Das ist ja wirklich eine Welt. Ja, das ist eine Welt hier. Das ist Sallys. Also ich bin ganz beeindruckt. Ja, also bin ganz geflasht. Wirklich richtig cool. Danke, dass du da bist. Und wir haben ein bisschen was eingekauft, denn wir machen heute deine Leibspeise. Zumindest das eine ist meine Leibspeise und an dem anderen versuche ich mich immer. Also es gab verschiedene Challenges. Zum einen wusste ich nicht, was Graubrot ist. Mhm. Ich musste googeln. Ja, ist ganz einfach. Zwischen Weißbrot und Schwarzbrot ist Graubrot. Das ein Mischbrot haben wir jetzt besorgt. Mhm. Und ich habe deine Lieblingstorte gebacken. Ich hatte ein Rezept, ich hatte kein Foto und habe mir gedacht, ich mache es jetzt einfach. Darf ich was sagen schon? Also du hast die Luxusvariante gemacht, die habe ich in meinem ganzen Leben so nicht gegessen. Das ist mein Geburtstagskuchen, den meine Mama früher für mich gemacht hat. Oh Gott. Ein ganz einfacher, aber sehr leckerer Kuchen. Ich habe vorher gesagt, wenn dem keiner schmeckt, ist ganz egal, ich esse ihn auch alleine. Also noch sieht er so aus. Wow. Und ja, werden wir jetzt halt sehen, ne, ob es so funktioniert hat. Am liebsten würde ich es und ob es so schmeckt wie bei deiner Mutter. Sicher. Ich finde, das ist schon immer eine harte Challenge, wenn man sagt, hier, das ist mein Lieblingskuchen von Mama, von Oma. Weil, es ist ja, für mich hängen ganz viele Erinnerungen dran. Weil man da eigentlich nicht rankommt als externer Mensch. Weil da viel Liebe von Mama drin steht. Warten wir mal, was geht. Na gut. Ich werde ganz ehrlich dich judgen. Deswegen lassen wir das mal bis zum Schluss. Ne? Habe ich jetzt gedacht, okay, was gibt's heute? Fischstäbchen. Mhm. Ich habe gedacht, Fischstäbchen geht immer. Aus dem TK? Nicht aus dem TK, nee, beinahe. aber so ein bisschen in der Art. Ja, weil was ist Fischstäbchen? Eigentlich ja jetzt kein hochwertiger Fisch. Das ist Zander, das ist ein toller Fisch. Mhm. Und das ist dann paniert. Und hier ist bei mir ist die Panade auch ein bisschen anders. Mhm. Das ist das Rezept eines ganz berühmten Kochs. Und ich versuche das so ein bisschen zu verfremden und trotzdem sozusagen den Sinn dahinter zu behalten. Soll ich schon sagen, wie es gemacht wird? Ja. Okay, wir brauchen dieses Graubrot, schneiden das relativ dünn. Mhm. Und das wird die Panade. Und der Trick ist im Grunde genommen, du hast ganz dünnes Graubrot unten, dann den Fisch. Klar, Gewürze, bisschen Senf, damit das besser hält. Und oben nochmal Brot. Und was passiert, wenn du es in der Pfanne brätst? Das Brot röstet langsam und ist dann wirklich wie nett getoastet, aber eben mit Fett gemacht, also noch ein bisschen reichhaltiger. Und der Fisch, das Eiweiß vom Fisch stockt ja bei gut 60 Grad. Mhm. Und das heißt, der zieht so durch. Der ist dann eben weiß, weich, weiß und schmeckt hoffentlich gut. Und da drauf machen wir ein Kopfsalat-Pesto. Mhm. Also nicht mit Rucola, wie es sonst gemacht wird, und Basilikum, sondern eben mit Kopfsalat. Das ist so ein, für mich auch ein Kindheitsgeschmack. Bei uns gab es irgendwie immer Kopfsalat. Und das in einem Pesto, also mit Olivenöl, mit Pinienkern, mit Parmesan, Pfeffersalz, bisschen Knoblauch. Wie ein klassisches Pesto. Wie ein Pesto, genau. Mhm. Und das schmeckt aber dann, hier ist ja Kopfsalat, das schmeckt dann wirklich nach Kopfsalat.
Okay, ich und bin gespannt. Das ist lustig. Ja. Ich habe beides so in der Variante noch nie gegessen und nie zubereitet. Heute das erste und letzte Mal vermutlich. Und ich habe gedacht, dann machen wir vielleicht ein bisschen Kartoffelstampf dazu, wenn lecker, du möchtest. Lecker, 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 lecker. Für mich ist wichtig, dass ich mich kurz damit beschäftige. Das ist eher langweilig bestimmt zum Zugucken, weil ich jetzt auch nicht der super Crack bin da drin. Aber ich guck mal von welcher Seite. Ich will es ja relativ, ich schneide mal einen Knust ab. Ach krass, du bist Linkshänder. Ich bin, ja, das sieht völlig komisch aus, wenn man zuguckt. Ich bin halt Linkshänder. Das kriegen wir jetzt auch nicht mehr geändert. Ja. Das bleibt jetzt so. Oh, so und jetzt muss ich mal gucken, wie dünn ich das, weil das ein frisches Brot ist. Ja. Ne, wie dünn ich das geschnitten kriege. Das wird jetzt ein kleines Gemetzel. Ich hätte auch eine Brotschneidemaschine, ja, nee, ich drüben, aber wir schaffen das. Ich mache es mir ein bisschen einfacher. Ja. So, und jetzt? So, ich guck mal, wir schneiden das dann. Muss das Brot ganz frisch sein oder so ein bisschen angetrocknet? Na, besser wäre, wenn es ein bisschen angetrocknet ist. Ne, das ist jetzt ein bisschen ungleichmäßig. Ich muss mal schauen, dass ich ein paar hinkriege, die gleichmäßig und doch dünn sind. Ja, das ist so die maximale Dicke. Also es gibt ja viele Themen, mit denen du dich beschäftigst. Ne? Also Themen? Ich kenne dich ja als Sportmoderator auch. Ja. Ja. Da kann ich jetzt nicht mitreden. Schade eigentlich. Bei gar nichts tatsächlich. Echt? Ja. Da kann ich alleine reden? Ja, da bin ich so richtig schlecht drin. Seid ihr alle nicht sportinteressiert hier hinter den Kameras? Doch, schon. Und auch wenn ich mal dann so eine Fußballtorte, Football oder was auch immer mache, dann kriege ich immer Infos von meinem Team, weil ich darin einfach sehr schlecht bin. Ich wurde auch im Sportunterricht immer... Als Letzte gewählt? Ja. Ich war immer die zuletzt auf der Bank saß. Ja. Aber warst du schon immer sportinteressiert und wurdest deswegen auch Sportmoderator oder war das so? Ich habe früher, das hat meine Freunde eher belästigt, wenn wir Fußball gespielt haben, so gegen die Mülltonnen, das war unser Tor, dann habe ich immer mitkommentiert. Also ich habe nicht einfach nur gespielt, sondern ich habe gesagt, da führt er den Ball eng am Fuß, geht über die rechte Seite, kommt über links und so weiter. Also immer schon mitgesprochen. Und ich wollte immer Sportmoderator und Sportreporter werden. Und ich wusste am Ende meiner Schulzeit, wusste ich ganz sicher, was ich werden will. Mhm. Und zwar am Ende meiner Grundschulzeit. Und das ist kein Spruch. Okay. Da war ich 10. Ja. Und da stand für mich fest, damals war es die Sportschau. Das war sozusagen die Monstersendung. Und da war für mich klar, ich werde Sportmoderator. Und das hat ja einigermaßen geklappt. Ja, es hat super geklappt. Ja. Es gibt wenige Kinder, die in dem Alter schon sagen, was sie wollen und das dann am Ende auch werden. Moment. Das war natürlich ein fantastischer Traum. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, Sportmoderator zu werden, ist ja relativ gering, selbst wenn man es will. Auch sehr erfolgreicher Sportmoderator dann. Ja. Wenn du sagst, ja. Aber das ist ja, kommt ja nicht so häufig vor. Und ich bin sehr dankbar, dass es geklappt hat und bin heute noch froh, dass ich in Fußballstadien gehen kann und mir Spiele angucken kann. Und, ja, also ich habe eine Saison, habe ich mal... Ja, sag mal. Fußball gespielt. Wo denn? Selbst gespielt? Ja, gut. Hier in Graben-Neudorf. In Graben-Neudorf? In Graben-Neudorf. Beim TuS oder beim TSV? Ja, bei so einem, ich weiß nicht mal, wie der Verein hieß. Am Ende FC. FC Graben-Neudorf oder so. Und eine Saison war ich dabei und wir wurden tatsächlich Zweiter. Wow, wie viele Mannschaften waren drin in der Liga, wenn ich fragen darf? Drei. Gut. Die Gewinnermannschaft war eine Frauenhandballmannschaft. Okay. Im Fußball? Ja, und wir waren so die... Die anderen. Die anderen? Ihr wart die anderen. Und die verloren haben, weiß ich jetzt auch nicht genau, was die gemacht haben, aber wir wurden zumindest Zweite. Toll, toll. Ich war in der Abwehr. Ja. Bin aber tatsächlich viel gerannt. Okay. Ich weiß bis heute nicht warum. Aber eine Saison habe ich mitgespielt, Ist gut. Ist gut. Ich habe mir gedacht, ich packe die Kartoffeln jetzt in Dampfgarer, in den Backofen. Schnell. Geht schnell, brauchen wir kein Wasser und dann mache ich jetzt auch zum ersten Mal so. Probieren wir einfach. Okay. Ja? Okay. Ich mach mal hier weiter. Ja, mach du ruhig weiter. Ja. Habt ihr ein bisschen Krepppapier? Ja. Ist das hier? Hier ist Papier. Danke. Geht das so oder müssen wir die Haut abziehen? Nee, alles gut. Das geht so. Okay. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Senf. Also was passiert ist, ich mache einfach Senf drauf. Das meiste mache ich aufs Brot. Ja. Und zwar eher dünn, weil das natürlich sehr geschmacksintensiv ist. Und... Das hilft mit, dass das gut zusammenbappt. Okay. Ja? Sagt man hier bappt? Ja. Okay. Das bappt gut. Das ist babbisch. Babbisch wie Gutzel. Babbisch wie Gutzel. Gutzel ist Bonbon. Ja. Ich sage immer, ich habe meinen Dialekt im Griff, aber eigentlich glaube ich, habe ich es nicht im Griff. Ich verstehe dich gut. Ich glaube, manch einer braucht einen Untertitel, aber
Na, das geht schon. Ja, das geht schon. Jetzt guckt mir zu die ganze Zeit. Das kann ich ja gar nicht haben. Nee, ich kann dir auch was helfen. Ich kann auch was tun. Ja, soll ich schon mal, ich weiß nicht, okay. Sollen wir die Pinienkerne rösten oder kommen die so? So. So, okay. So. Ja. Achso, du meinst, wir können parallel so Sachen machen? Ja, klar, ich kann dich jetzt unterstützen. Gut, ich habe gedacht, ich mache noch so eine leckere Schmandcreme mit Burrata. Wow. Mit Zitrone, weil es, glaube ich, auch ganz gut dazu passt. Und kochst du daheim dann auch für dich, für euch? Es kommt schon mal vor, aber jetzt natürlich nicht in der Monster-Regelmäßigkeit. Okay. Ja, ich will jetzt hier auch nicht vorgeben, dass ich der Monster Koch bin. Ich mache es halt ganz gerne mal. Ja. So. Bin ich aber auch nicht. Ich bin ja auch quasi Hobbyköchin, Hobbybäckerin. Mhm. Habe das mir nur so nebenher angeeignet. Und ich würde nie behaupten, dass ich das professionell kann, aber ich mache es halt gern. Ja, genau. So ein bisschen bei mir auch. Ja. Ich mache es halt gern, genau. Wir haben so eine Kochsendung nochmal machen. Wäre das nochmal was für dich? Sagen wir so, ich fand es immer interessant. Tatsächlich, das muss man ja ehrlicherweise mal sagen, ich habe ja nicht gekocht in der Sendung, sondern ich habe daneben gestanden. Mhm. Aber da waren dann Alfons Schubeck und Johann Lafer und Ralf Zacher und Sarah Wiener und so, diese wirklich großen Köche, ja? Die dollen Sterne und so weiter Köche. Und ich habe halt daneben gestanden und die Atmosphäre war so, dass wir die ganze Zeit gequatscht haben. Und es waren immer 5 Köche in der Sendung. Und die Sendung dauert eine Stunde. Einer machte eine Vorspeise, so ein Zwischengericht, vielleicht ein zweites Zwischengericht, eine Hauptspeise und ein Dessert. Also der oder die am Dessert hatte am längsten Zeit, aber braucht manchmal auch ein bisschen. Vorspeise, totaler Stress, Sendung geht los, alle haben gute Laune, aber der oder die musste in 10 Minuten liefern. Okay. Und dann war hier wild was los. Ja? Mhm. Cornelia Poletto, ich weiß nicht, ob du die von Namen kennst, die war mal bei mir in der Sendung. Das Erste, was sie in meiner Sendung gesprochen hat, war, hat mal jemand ein Pflaster. Oh. Als allererste Amtshandlung hat sie sich mal schön in den Finger geschnitten. Okay, und wer durfte dann immer probieren? Ja, erst die Köche untereinander und die haben dann ganz ehrlich miteinander gesprochen. Wirklich. Okay. Also wenn Johann Lafer gesagt hat, hat das genommen, das Gericht, und hat dann gesagt so und hat gesagt, also zu Horst Lichter oder so. Also der Teller, auf dem das angerichtet ist, das ist wirklich ein schönes Stück. Und hat es wieder weggestellt. Dann wusste man, okay, alles klar, das war eine Katastrophe. Ja. Okay. Oder interessant, wenn einer sagt, es ist interessant. Wie wenn im Zeugnis steht, hat sich bemüht. Ja, genau. Ich kann hier gleich mal die sozusagen schildern, was ich gemacht habe und auch die Probleme, die entstehen und mir dann auch gleich passiert sind. Also das ist im Grunde genommen ein Fischstäbchen. Ja. Das ist jetzt oben Brot, unten Brot, bisschen Senf. Das Brot war sehr frisch. Das ist dann zum Beispiel beim Schneiden, zerfällt das so. Ja. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd beim Wenden. Wenn du genug Senf dabei hast, dann könnte es sein, dass es hält, aber wir schauen mal. Und woher kommt das Gericht? Also woher hast du das? Das hat einer der Köche bei mir in der Sendung mal gemacht. So ähnlich. Und der kam halt auch mit der Ansage und sagte, Fischstäbchen. Und dann haben wir gesagt, wie Fischstäbchen? Lass uns veräppeln. Und dann waren das diese Fischstäbchen und die sind wirklich extrem schmackhaft. Bin mal gespannt. Ich sehe, was du meinst mit dem Brot. Mit dem Brot, ja. Aber das ist das klappt kein bestimmt. Drama, das verspielt sich. Ja. So, ich guck mal, ob ich hier noch eine Scheibe ordentlich hinkriege, was es zu wüst macht. Da siehst du, da ist jetzt auch wieder abgebröselt. Na komm. Macht nichts. Okay. So, und durch diese Matte geht die Induktion? Ja. Ah, okay. Wow. Die schützt praktisch nur den Herd. Ah, ich dachte, dass du das nur so zum Abstellen, aber auch zum Kochen. Genau, genau. Ja, und das schmilzt nicht und gar nicht. Das schmilzt nicht, so ein Platin-Silikon und dann viel oder ein bisschen? Ein bisschen noch, schon. Also muss nicht schwimmen, aber so, ja, reicht. Danke. Ja. Gut. Ja, ach so, jetzt mal die ganze Wahrheit ist natürlich, wollten wir nicht noch was dazu, wir wollen kochen, wollen wir nicht das Pesto schnell mal, weil das geht oder relativ flott. Lassen wir das mal kurz aus noch. Okay, fällt mir gerade ein. Was magst du noch? Pinienkerne, Olivenöl, Pfeffer, Salz, Parmesan, liegt aber auch schon. Ja, ich kann den schon mal reiben, wenn du magst. Ja. Darf ich mir diesen Stabmixer mal nehmen? Du darfst alles nehmen, ja. Du machst jetzt auch alles ohne Mengenangabe, ne? Einfach so frei Schnauze. Ach so, ja. Ja, gell? Oh Gott, ist schlimm, ne? Nö, das falsch, ist gut. Beim Kochen kann man das ja machen. Das ist ja das Schöne am Kochen. Beim Backen muss man immer so nach Maß. Gut, dann brauche ich Olivenöl. Ordentlich, ne? Ordentlich. Nicht an der falschen Stelle sparen. Das lieben wir. Reicht erstmal, danke. Mal gucken, was passiert. Also beide. Im ersten Moment dauert es und dann denkt man, das kann ja gar nicht sein, dass das funktioniert. Von der Menge eigentlich schon ausreichend. Ne? Ja. So, jetzt machen wir ein bisschen Parmesan rein und ein paar mehr Pinienkerne, das ist ja das pure Fett. Also so Salzen und Butter? Gern. Okay, und jetzt ist das ja noch relativ flüssig, sag ich mal.
Und das kannst du weniger flüssig kriegen, indem du mehr Kopfsalat nimmst. Ich nehme am liebsten natürlich diese jungen gelben Blätter da aus der Mitte. Knofi rein. Und man macht meistens von diesem Kopfsalat-Pesto viel zu viel, wie wir jetzt auch. Ja. Das ist ja nur so ein kleiner Klacks auf die Fischstäbchen. Aber kann man ja gut aufheben. Ja, und du kannst es auch zu Nudeln essen. Mhm. Das ist ein Pesto. Mhm. Idealerweise sollte es nach Kopfsalat schmecken. Ob Pfeffersalz reichen, das gucken wir gleich. Mhm. Ein bisschen Salz, aber es schmeckt krass nach Salat. Kopfsalat, ne? Mhm. Ist doch lustiger Geschmack, oder? Mhm. Und es ist ganz klar ein Pesto. Kann übrigens auch noch Parmesan rein. Mhm. Ganz klar ein Pesto. Aber es ist eben der Grundgeschmack ein Ticken anderer durch den Kopfsalat. Ich lass mal vielleicht, so, weil ich gerne viel salze. Bist du hier so akkurat, dass wir die Löffel, die wir schon mal benutzt haben, wegtun? Ja. Okay, dann. Deswegen habe ich gleich ein paar mehr raus. Okay, dann bleibt es dabei. Das ist so die Lehrerin in mir, weil ich natürlich, wenn du eine Schulklasse hast mit 30 Kindern, dann willst du das nicht essen, wenn da jeder mit seinem Löffel schon mal drin war. Ja, oder deswegen, halt alle krank am nächsten Tag. Genau, deswegen gab es immer Probierlöffel und Löffel. Das ist verrückt, wie der Kopfsalat, man denkt das ja nicht, ne? Dass nee. Der kannst du ruhig reinmachen. Ich wollte gerade sagen, die Partnerin in mir, die ist sparsam. Ja. Bist du so sparsam? Ja, schon. Ich kratze immer alles aus. Machst du auch am 4. Advent zwei Kerzen an und stellst dich vor den Spiegel, ja? Oh, das mache ich dieses Jahr. Nee, aber ich kratze tatsächlich alles aus mit einem Teigschaber immer. Okay. Machen wir mal so. Wow, lecker. Mhm. Ist gut, ne? Oder? Kann man das nicht? Ist aber salzig jetzt. Entschuldigung. Nee, ist ein bisschen salzig. Aber ich finde es gut. Ich finde es richtig gut. Probiert mal. Ich schmecke kaum noch Knoblauch raus in vielen Gerichten, weil ich so oft Knoblauch benutze. Ist wirklich weh. Ist richtig lecker. Gar nicht so schlecht, oder? Ja. Und, was sagt ihr? Sehr gut. Ja? Okay, dann... Jesse ist immer beeindruckt, wenn Männer kochen können, ne? Ist doch eine Sache schon mal gelungen, wollen wir nicht einfach abbrechen? Können wir einfach die Torte... Ja, genau, direkt zur Torte einfach, rübergehen. Nee, die Torte können wir jetzt einfach ignorieren. Ich tue das einmal ganz kurz ins Eis. Ich weiß das eigentlich nicht, aber einfach für 10 Minuten. Ein bisschen, dann wird es fester. Ja? Okay, wir vergessen einfach die Torte, die kann nicht so gut sein wie bei seiner Mama. Ich hatte beim Backen schon so ein bisschen... Hast du Puls gehabt? So, ja. Ach, wie süß. Ja, vor allem stand der da im Rezept, ein fertiger Biskuit. Und dann war ich so, oh Gott, wie sieht denn ein fertiger Biskuit aus? Wie hoch ist der? Mhm. Und dann war meiner hoch und dann dachte ich, das ist doch zu hoch, das kann ich doch jetzt nicht machen, der muss doch jetzt geschnitten werden. Und dann habe ich einfach so nach meinem Gefühl gedacht, so mache ich es jetzt. Ich vertraue auf dein Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl für dein Gefühl. Wo geht sowas an hier? Ah, hier. So, und jetzt gehe ich mal hier auf 7. Ja. Okay. Wollen wir noch ein bisschen Gemüse dazu machen oder wollen wir Kartoffelstampf lassen? Wie du magst. Man soll das Glück ja nicht zwingen, ne? Dann lassen wir es doch, oder? Aber es sieht gut aus, finde ich. Sieht auch sehr gesund aus. Es ist die ganze Zeit mit im Bild. Wir lassen es einfach und wir stehen. Wir denken uns das einfach. Machst du da Salz rein? Ja, aber das ist mein Schmandcreme. Ach, das ist das ist herzhaft. Ich dachte gerade. Ja, ja. Und jetzt in meinen Kuchen keinen Salz? Nee, das machen wir nicht. Also außer in der Prise. Genau. Wie lange braucht dein Kartoffelstampf noch? Eigentlich ist es auch durch. Können wir... Ich nehme mal hier ein Stäbchen zum Gucken, aber die müssten gut sein. Ich bin natürlich der totale Schisser jetzt, ob das funktioniert. Ich probiere mal, ja? Darf ich? Minute. Ich tue viele rein, in der Hoffnung, dass eins funktioniert. Ja, das wird schon. Sollen wir Kartoffelstampf mit Buttermilch? Ja. Oder ein bisschen Spanisch mit Olivenöl, Zitrone? Habe ich nicht probiert. Interessant, aber interessiert mich wirklich. Also mach mal. Ja, sollen wir es ausprobieren? Also mit Butter und Milch kenne ich. Genau. Hatte ich eine Zeit lang als Hauptnahrungsmittel. Und ich habe hier nämlich einen Koch bei uns im Team. Und den habe ich gefragt, was gibt es denn noch für Kartoffelstampf-Alternativen? Und er meinte, zum Fisch würde passen Olivenöl, Zitrone. Klar. Da habe ich gedacht, gut, das probieren wir jetzt mal. Ich würde es einfach mal sagen, viel Olivenöl, vielleicht ein bisschen Knoblauch. Mhm. Mhm. Ja. Man kann das eigentlich ganz gut verfolgen hier so an der Seite. Man sieht dann, wie das Eiweiß anfängt zu stocken. Ja. Es braucht aber jetzt so, ich sag mal von jetzt 5-6 Minuten. Mhm. Wenn du es aber zu heiß machst, dann ist das Brot schwarz in der Zwischenzeit. Das heißt, eine gute mittlere Temperatur finden. Ja, so auch so ein bisschen hin und her. Ich finde sowieso, das werden manchmal in Rezepten steht dann drin, ja auf was weiß ich, auf 7 oder auf mittlerer Stufe. Ja. Es ist doch viel angenehmer, dass man ein bisschen mit der Temperatur spielt. Ja. Also dass man, dann nimmt sie halt runter. Wenn man Spiegelei macht und das auf voller Stärke,
dann ist ja klar, dass das an den Seiten anbrennt. Aber wenn es eigentlich so ist, wie du willst, ist nur noch ein bisschen glibberig und dann mach's halt runter und lass es ein paar Minuten stehen. Das zieht alles durch. Das Ding ist, du hast halt ein gutes Gefühl für Essen und viele haben das einfach nicht. Deswegen habe ich auch in meinen Rezepten immer so die richtig perfekte Angabe, gerade beim Backen, weil viele einfach nicht nach Gefühl auch abschmecken können, beispielsweise. Mhm. Wenn du da sagst, mit Salz und Pfeffer abschmecken, würzen viele oft tatsächlich zu wenig und haben nicht so das Gefühl für Konsistenz und deswegen, ich finde es gut, wenn man das intuitiv kann, aber manche müssen das noch lernen. Okay, ich habe jetzt hier einfach mal Knoblauch ins Olivenöl. Mach ein bisschen Zitronenschale ran und dann probiere ich das jetzt mal mit der Kartoffel. Ist ja doch warm, ne? Meine Mutter sagt immer, Kaltkochen ist noch nicht erfunden. Ich bin auch heute so ein bisschen experimentierfreudig, sehe ich gerade. Normal ist ja alles so in meinen Videos schon fertig. Strukturiert, aber heute habe ich mir gedacht so. Also es sieht jetzt eigentlich so aus, als könnte es ganz gut klappen. So. Ja, das sieht gut aus. Ja, sagen wir mal, das ist jetzt nichts. Kann man natürlich akkurater schneiden alles und dann sieht das wirklich wie Fischstäbchen. Aber man darf ja noch einen Unterschied zu Tiefkühlware sehen. Fühl mal, also wenn du drauf gehst, dann fühlst du, dass das schon leicht geröstet ist. Mhm. Und du siehst eben auch, dass es anfängt durchzuziehen. Genau, das braucht jetzt einfach einen Moment. Ruhe. Und noch ein bisschen Öl übrigens. Ja. Danke, danke. So, die Kartoffeln sind jetzt, glaube ich, auch gut. Okay, wir testen es jetzt mal. Aber ich glaube, gerade Fisch ist ja, finde ich, ist so eine Königsdisziplin, weil den auf den Punkt garen. Und dann noch für viele Menschen gewonnen ist. Ja, hier ist es die kleine Menge, also die kleinen Stückchen, das macht es ein bisschen gefälliger. Ja. Wenn du zum Beispiel eine Seezunge machst, was ja kein Hexenwerk ist, oder eine Scholle, dann brauchst du einfach eine große Pfanne, 32er Pfanne. Und wenn du dann anfängst hier drin und dann guckt der Fisch hier raus und da, das kann ja nichts werden. Ich habe immer die große eckige. Okay. Die ist auch super. Okay. Vor allem kommt da überall gleichmäßig die Hitze hin? Ja, vor allem für eckige Pfannkuchen auch. Ich muss ich mal das kurz ausleihen. So, für Spargel, wir sind ja hier Spargelregion. Ja. Und dann kann man schön eckige Pfannkuchen backen und dann den Spargel perfekt einrollen. Okay. Und dann überall gleich viel. Was fehlt bei mir noch? Zitrone. So, ich muss die Hitze wieder runter machen. Mhm. Weil man sieht dann gleich, wenn das Brot zu dunkel ist, dann ist der Spaß vorbei. Ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob unser Kartoffelstampf was ist, aber... Ja, probier doch. Probieren wir mal. Nur vom Gefühl kommt man jetzt. Hast du Muskatnuss drin? Ja. Nee, wo ist man hin, könnte kommen? Nur vom Gefühl her. Noch Salz. Mhm. Aber lecker. Ja, ich glaube, es wird ganz frisch so. Würde fast noch ein bisschen Oliven rein. Ja, machen wir noch mehr. Darf ich? Einfach halten? Ja, bitte. Mach einfach. Sag Stopp. Du mach du ruhig. Ich bin für Olivenöl bin ich sehr offen. Damit einer muss ja schuld sein. Und ich würde noch Sumak reinmachen. Das ist ein Essigbaumgewürz. Dezent. Ja, weil das eine schöne Säure hat. Soll ich noch verstanden? Oder? Wenn du magst, gerne. Ja, einfach. Ich will dich ja bei diesen niederen Tätigkeiten entlasten. Ich guck mal, ob ich Rosmarin hab. Nee, das war nur eine Idee. Das ist so, du musst doch ja nicht, hör um Gottes Willen nicht auf mich. Sieht gut aus. Das ist jetzt Zander, der Fisch. Und das ist relativ dankbar, weil der festes Fleisch hat, aber hellweiß. Also und vom Geschmack her, wenn jetzt jemand Fisch nicht so bombelecker findet, das haut dich jetzt nicht um. Also du bist nicht gleich... Isst du gern Fisch und viel? Ich esse gern Fisch, um die Wahrheit zu sagen, meistens in Restaurants, wo ich weiß, dass der Fisch sehr gut ist. Okay. Und frisch. Aber da habt ihr auch in Hamburg so eine größere und Vielfalt. Noch weiter nördlich und so, da gibt es schon, schon echt gute. Also wenn jemand das ist eine Seezunge, wenn einer jeden Tag Seezunge macht, 20, 30 Stück, das ist natürlich was anderes, als wenn du das erste Mal mit zu tun hast. Ich muss einfach nur noch mal kontrollieren, weil ich will, dass es so... Ja, weil ich weiß gar nicht, ob es hier an mir liegt. Ich weiß nicht, Jesse, müsst ihr sagen. Aber hier haben wir nicht so viel Fisch, gell? Weil bei uns, klar, der Fisch halt nicht hier aus der Region kommt. Und, dann, und wenn, kommt er halt mit den entsprechenden Lieferanten und bestimmt auch gute Ware. Genau, aber halt nicht so wie frisch gefischt. Wollen wir nicht hier anrichten? Ja, wir können hier anrichten und dann nehmen wir es mit. Dann hole ich mal Teller. Ich habe die Teller hier, guck mal. Die können wir. Magst du schwarz, grau? Ich glaube, die sind grau, freundlich. Grau, mach doch, Schon freundlich hier. Ich habe gerade noch mal ein bisschen angemacht, um es noch mal so ein bisschen anzuziehen, aber es ist... Wir müssen ja auch keine Monsterportionen aufgeben. Genau, dann darfst du gerne anrichten. Ich bin aufgeregt. Ich habe hier Servierbesteck, wenn du was brauchst. Nee, am liebsten so.
Soll ich da jetzt hier so richtig so kleine Kunstwerke draus machen? Ja, klar, also, so wie du willst. Naja. Ich finde, das sieht gekonnt aus. Hätten wir natürlich warm machen können, die Teller. Oh ja. Kleine Kritik hier, B-Note. So, nächstes Mal. Ich habe einen Heißluftföhn. Und einen Bunsenbrenner. Den darfst du gerne benutzen, und zwar für die Haare. Ja. Ist das okay, wenn ich da so Nockerl draus mache praktisch? Ja, das war nix. Das sieht gut aus. Mir fehlt halt die Übung, ne? Ich müsste das alles viel häufiger machen. Wie wär's denn mit einem Koch-Channel? Wo du täglich... Doch, ja, ich bin kurz davor, pass auf, ich bin kurz davor, ja. Wo du so täglich deine Essgewohnheiten... Ja, aber mich würde dann reizen, so, also nichts wegschmeißen, Sachen aufbrauchen und mich immer inspirieren lassen von dem, was irgendwie noch da ist. Mhm. Immer so Resteverwertung auch. Ja, ja, so. Finde ich gut. Also ich kann dir anbieten, du kannst jederzeit hier unsere Kulisse benutzen. Wir haben viele Küchen und viel Technik. Sei vorsichtig mit solchen Angeboten. Kannst Habt ihr hier kommen? Noch ein Zimmer frei? Dann komme ich nämlich morgen mit Gepäck. Haben wir auch. Und dann kannst du hier deine Kochsendung machen. So. Das habt ihr alle gehört? Haben wir auf Kamera. Okay. Die Community kann ja einfach schon mal einen Namen für die Kochsendung finden. Dann steht das unmittelbar bevor. Das In die Kommentare einfach schreiben. Ja, wie? Wann mache ich das jetzt? Nee, ach komm. Eigentlich wäre es besser, das nur mit einem. Aber wir haben es jetzt. Jetzt sind zwei oder einmal eins. Jetzt brauche ich kurz gerade Papier. Mhm. Ja, das ist überhaupt eine schöne Idee. Doch, also die Sendung im ZDF hieß Kerners Köche. Ja. Also nicht etwa Kerner kocht. In meinem Wikipedia-Eintrag steht, dass die Kerner kocht hieß. Das stimmt nicht, das wäre auch eine glatte Lüge gewesen. Weil du ich stand nicht gekocht hast. Echt nur daneben. Okay. Das aber gerne. Kerner kocht vor Wut, hätte man manchmal, aber sonst eher nicht. So, jetzt haben wir das. Genug gequatscht hier. Und das müsste jetzt eigentlich noch ein Ticken fester sein. Und das würde ich einfach so, fast ein bisschen zu viel, aber schön. Come on. Also das könnte sieht man gut natürlich aus. Noch ein bisschen Pfeffer hier so. Paprikagemüse könnte man. Mhm. Eigentlich ein Paprika-Fenchelgemüse finde ich ideal dazu. Nur in der Pfanne extra so kurz anziehen. Ja. Mhm. Ist das jetzt langweilig? Zu wenig? Ist das, nee, ich müssen wir trainieren? Genau perfekt. Ja, das sagst du jetzt. Doch, genau perfekt. Okay, dann stellst du es nochmal kalt. Probieren wir mal. Okay. Gehen wir mal zum Tisch und probieren. Was hast du denn? Was ist denn das? Ach, das Burrata. Ist, genau, Burrata mit Spanngrill. Das mache ich mal aus hier, sonst wird es aus ist hier. Gut. So, sind wir mal gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Ach Quatsch, das sieht super aus. Das riecht gut. Ja? Gucken wir mal. Also vielen Dank schon mal fürs Kochen. Danke für die Einladung. Lass uns all die Freundlichkeiten vorher austauschen, wenn du es gegessen hast, dann wird der Ton schärfer. Davor habe ich keine Angst, ich habe eher vor der Torte Angst. Ja, okay, alles klar. Das, aber Angst hilft ja nicht in der Küche. Nee, hilft einfach nicht. Machen. Ich probiere mal gerade das Kartoffelzeug. Mhm. Mh. Toll. Mhm. Toll. Wie hieß das Gewürz, was du da noch drin hattest? Sumak. Essigbaumgewürz. Okay. Jetzt Stunde der Wahrheit hier. Mhm. Sieht richtig gut aus. Und ich finde es sehr angenehm, dass es hier drin nicht nach Fisch riecht. Ja. Und man sieht, also wer keinen Fisch mag, die gute Nachricht, man sieht den Fisch ja kaum. Ja, man riecht ihn nicht, man sieht ihn nicht, aber... Fischstäbchen. Mhm. Aber du bist der Vorbild, du darfst nicht mit vollem Mund essen, reden. Ne? Mhm. Okay, ich schon. Ich bin hier zu Gast. Ich kann mich ja benehmen wie die Axt im Walde. Jetzt, komm. Ich find's mega lecker. Und das Pesto, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ist auch gar nicht so schlecht. Ich finde es richtig gut. Mein Team darf auch gleich probieren. Die freuen sich schon. Darf man gar nicht sagen, ne? Dass man. Nein, das ist nicht ursprünglich meine Idee, aber wir haben es heute gekocht. Man sagt immer, Selbstlob stinkt, aber bei uns schmeckt es. Ja, super. Ach, Eigenlob, ja, da gibt es von Sido eine schöne Textzeile. Die heißt: Eigenlob stimmt. Finde ich ganz niedlich. Hier stimmt es auch. Na, was das, wollen wir es so lassen, weil es einfach so schön aussieht? Das könnten wir ja auch. Wir können es jetzt gleich noch essen, natürlich. Aber die Frage ist: Willst du erst aufessen und dann wagen wir die Torte? Ja, ne? Oder soll ich schon mal holen und du probierst einfach mal und ich schaue. Du meinst alles voller Tisch? Aber ich möchte das einmal essen. Ja, probieren. Ja, nimm dir einfach was runter. Ja, also das mache ich wie Burrata, zieh mir ein bisschen auseinander. Genau. Ja? So? Mhm. Wow. Okay. Ich nehme nur so ein kleines Stück und was, sag noch mal, was in dem Schmandcreme-Zeug da drin ist. So, ja? Ein bisschen Zitronenabrieb, Zitronensaft, Salz, Pfeffer. Und Schmand. Paprika und Schmand. Okay, probiere ich jetzt. Ziemlich einfach und ist auch so ein Brottunk-Rezept. Okay. Also das ist jetzt falsch, dass ich es hier auf dem Teller mache. Doch, geht eigentlich auch. Das ist auch so pur. Genau.
Ja? Ich esse es auch dann gern pur. Mmh. Das ist so Vorspeise. Wow. Ist mir vorhin so spontan noch eingefallen, weil ich dachte, Zitrone, Kartoffel, das. Und das kannst vielleicht. Du ja, also diese Basis, die ist ja jetzt schon sehr würzig und sehr frisch, die kannst du ja jetzt sozusagen pimpen, für wen auch immer der kommt. Wenn einer kommt, der totalen Bock auf scharf hat, der kriegt es scharf. Genau. Isst du gern scharf? Ich kann scharf essen, ja. Okay. Ich esse gern scharf. Ja. Also außer wenn es jetzt, wenn dir alles wegzimmert aus dem Mund, so das natürlich nicht, ne? Aber... Dann wahrscheinlich nicht meine Schärfe, ja. Also beim Asiaten, wenn ich dann sage, scharf, dann gucken die so, dann sagen die, nee, nicht so scharf. Mhm. Das wird europäische Schärfe. Naja. Ich probiere das mal gerade mit Kartoffeln. Boah, ich bin jetzt richtig Fan davon. Ich werde das nachkochen. Für meine Kinder. Weißt du, was auch nicht schlecht ist? Diese Schmandgeschichte mit dem Kartoffelschampf zusammen. Und schön ist, in deinem Kanal kann man ja so lange essen, wie man will und quatschen. Ich hätte jetzt schon dreimal sagen müssen, dass sich die nachfolgenden Sendungen entsprechend verzögern. Und alle schauen dabei zu. Heute schon um 10:30. Das Schöne, wir können so lange wir wollen. Ich würde sagen, wir essen kurz auf und dann schauen wir gleich mal, ob meine Torte dir schmeckt. Ich habe ein gutes Gefühl. Probier doch mal das mit dem Kartoffelschirm. Das finde ich. Ja. Der Monk in mir muss das noch ganz kurz glatt streichen. Das ist ja dein Signature Move, ne? Das muss. Ja, ganz toll. Sieht ein bisschen aus wie so eine Tiramisu-Torte. Ja. Tiramisu kann jeder. Ja, das ist hier deine Lieblingstorte. Es ist mein Geburtstagskuchen. Jahr zum Geburtstag bekommen. Ja, aber als Kind. Aber der war natürlich nie so perfekt, sondern das war so ein fertiger Boden, Biskuitboden, den man im Supermarkt kauft und dann einfach diese Creme drauf. Und ja, ich hoffe, es schmeckt dir. Und Kakao drüber. Okay. Und ja, Kakao drüber, genau. Gut. Nach dem Kühlschrank, das ist wichtig. Ja. Ne, weil dann du kennst dich hier schon perfekt aus. Ja, achso, ich weiß schon, wo die Gabeln sind. Ja, ja, stimmt. Willst du hier das oder so mal einen Tisch? Ich kann kaum warten. Es ist mir. Wir gehen zum Tisch. Komm. Oh Gott. Ich glaube, es kann nicht jeder behaupten, die Lieblingsgeburtstagstorte von Johannes B. Kerner gebacken zu haben. Ja. Vielen, vielen Dank. Das ist. Das sieht sehr gut aus und ich möchte jetzt auch eigentlich essen. Ja, du darfst. Okay. Zack. Ich kann auch gerne mal meinen Puls checken. Mein Herz klopft nämlich richtig. Wirklich ein Geschmack meiner Kindheit. Ja, schmeckt es dir oder findest du es langweilig? Weißt du, was ich richtig mag? Ich finde, es schmeckt so richtig lecker, frisch nach Quark. Ja, eigentlich je mehr man isst, desto gesünder ist es. Ja, Proteinshake. Und wenn ich das hier, dein Boden ist natürlich ganz toll. Das ist richtig. Wow. Danke. Ich wusste auch nicht. Die kann man nicht kaufen. Ja, ich wusste nicht so vom Verhältnis, aber ich glaube, es passt. Super. Darf ich das Rezept so dann veröffentlichen? Ja, genau. Credits zu meiner Mama. Ja, okay. Das ist ihr Kuchen sozusagen. Und ich mache mit dir eine kleine Wette. Du kannst sagen, worum geht es, ist mir völlig egal. Ich verspreche dir, diese Torte wird 0 Uhr nicht erleben. Ist auf jeden Fall vorher aufgegessen. Die schmeckt halt auch echt gut. Lecker, locker, leicht. Mega. Danke fürs Rezept. Und ganz lieben Dank, dass du hier bist. Ja, total. Eine Freude. Ja, muss ich schon gehen? Jetzt nein, mich du darfst los. Noch bleiben. Wir haben auch Gästezimmer. Ja, wunderbar. Genug Platz, genug Küchen. Ich war auch heute ziemlich aufgeregt, weil es halt so meine erste Sendung ist oder die erste Folge für die Sendung, in der ich sage, okay, Küche frei, hier darf jetzt jeder Gast kommen und einfach meine Küche übernehmen und kochen und backen, was er oder sie möchte. Und wenn man dann immer so belohnt wird, kann ich dir sagen, dass sehr viele Menschen hier die Küche übernehmen werden. Ja, hoffen wir mal. Ja, würde ich sagen, alle Rezepte findet ihr wie immer in der App. Ganz lieben Dank, dass du hier bist. Wir genießen jetzt noch unser Essen und die Torte und ich bin gespannt, in wie vielen Minuten sie verputzt ist. Und ich möchte euch danken für die Aufmerksamkeit, aber noch mehr dir für die Einladung. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ja, danke, dass du da bist. Ja, gerne. Ich bin immer noch überwältigt, dass du da bist, weil es einfach so normal ist, ne? Ja. Ich freue mich auch. Aber so ein bisschen abnormal schon, ne? Also ich meine, wer hat schon Johannes B. Kerner in seiner Küche sitzen? Ja. Sind wir mal ehrlich.
danke fürs Einschalten. Und ich würde sagen, ihr kommt jetzt auch alle Teller, Gabel, Besteck, holt euch Essen und genießt mal das Essen. Es ist richtig lecker. Und lasst mich die Wette gewinnen. Ja, und die lecker. Länge, wenn du einen gekauften Tortenboden nimmst, der hat ja so, ist leicht erhöht an der Seite. Mhm. Also so dieser Obstkuchenboden. Und wenn du dann... Kommt doch her! Ihr könnt, setzt euch hier. Ach, so. Sag ehrlich, was hast du? Was? Alles. Ich habe aufgegessen. Auch diese die Fischgeschichte? Holt euch ruhig Stühle. Und es ist Fischstäbchen. Wird still am Tisch? Ist kein schlechtes Zeichen, ne? Ist immer gut.